Leute, es gibt ein aktuelles Statement zum Matchmaking. Wir können also erwarten, dass es in den nächsten Seasons, das wird auch ganz klar so geäußert, es gibt ein Interview, ich zeige euch gleich ein paar Worte aus diesem Interview, dass definitiv am Matchmaking gearbeitet wird. Wie und für wen ans Match, am Matchmaking gearbeitet wird, das ist reine Interpretationssache. Schaut einfach mal selber. Ist auf jeden Fall interessanter Text, dass da jetzt in den nächsten Seasons mehr passiert. Bevor ich euch das zeige, es gibt eine Menge Abonnenten da draußen und eine Menge, die noch nicht abonniert haben. Ich würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen da lasst. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr sowieso einschaltet. Würde meinem Kanal auf jeden Fall sehr helfen. Und ihr könnt euch sicher sein, dass es in den nächsten Tagen noch ein paar richtig, richtig, richtig interessante Sachen zum vor dem neuen Season-Start geben wird. Da könnt ihr einen drauf lassen. Und ich zeige euch jetzt einfach mal das Statement vom Design Director. Von Apex Legends und er sagt, wir wissen, wie gut die Stammspieler geworden sind und wir müssen einen unterhaltsamen Weg für neue Spieler schaffen. Und da habe ich so eine kleine Interpretationslücke, wo ich sage, stehen jetzt die neuen Spieler im Vordergrund oder die Stammspieler? Wir arbeiten am Matchmaking und an verschiedenen Aspekten des Onboarding-Erlebnisses, um es in den nächsten Seasons live zu schalten. Das könnte jetzt sein, dass Schritt für Schritt von Season zu Season kleinere Updates am Matchmaking passieren. Wenn wir uns jetzt den Text aber wirklich genauer anschauen, könnte man denken, okay, die Stammspieler sind krasser geworden. Es fällt also neuen Spielern schwer, ins Spiel zu kommen, weil das Matchmaking ist nun mal absolut Husten. Wenn du jetzt einen Smurf erstellst, spielst du was weiß ich, vielleicht bis Level 5, 6, 7, 8, 9, 10 und dann knallt das Matchmaking sowieso wieder so rein und gibt dir die Spieler, die du sonst auch bekommst. Deswegen ist Smurfen für mich sowieso totaler Schwachsinn, aber ich würde eher hervorheben, dass neue Spieler eher angesprochen werden, weil er sagt, Stammspieler sind besser geworden und wir müssen einen unterhaltsamen Weg finden für die neuen Spieler und dass am Matchmaking allgemein gearbeitet wird. Ich hoffe dennoch, dass ich das fehlinterpretiere und wir alle was davon haben, weil natürlich, wenn ich ein neuer Spieler bin und das jetzt kein Smurf ist, erwarte ich, dass ich nicht nach 5 bis 10 Leveln, wenn ich allgemein schon ein guter Spieler bin, der vielleicht aus COD oder einem anderen Battle Royale kommt, keine Ahnung, dass ich da nicht gleich total die Hucke voll bekomme und direkt aufs Maul bekomme, weil du musst das Spiel natürlich erstmal kennenlernen, die Maps, die Waffen, die Legenden und so weiter. In der Realität wissen wir, alles klar. Es sind eher Smurfs, aber wir erwarten wahrscheinlich jetzt demnächst, also jetzt in Season 22, wahrscheinlich eine neue Map. Das wird nochmal einen Hype auslösen. Und es werden ein paar neue Spieler logischerweise dazukommen. Aber das Matchmaking muss im Vordergrund für die Stammspieler stehen. Das ist ganz, ganz klar. Das ist natürlich für Leute, die auf einem extrem hohen Niveau Dia, Master aufwärts zocken. Da, was willst du da groß justieren? Da kannst du nicht viel machen. Im Gegenteil, man muss es eigentlich eher so machen, dass diese Spieler nicht ständig in Lobbys landen, wo du eigentlich mittelmäßige Spieler hast. Thema Ranked. Und wie lange es dauert, bis du, was weiß ich, auf Gold- oder Platin-Niveau spielst, bis vielleicht gerade mal Silber und trotzdem knallen dich die Preds weg. Weil der Weg, es hieß, dass die ganz, ganz krassen Spieler relativ schnell, wenn sie den Split starten, einen neuen Ranked-Split starten, hieß es eigentlich, die sollten relativ schnell wieder auf einem hohen Niveau landen, auf einem hohen Ranked landen, damit die ganzen Leute, die mittelmäßig sind, mit denen nicht gematcht werden. Das funktioniert in der Realität leider nicht so, wie es sollte. Also muss da eine Menge passieren, weil das ist das, was die Leute am meisten nervt. Thema Cheating muss man jetzt, denke ich, nicht drüber reden. Darum geht es in diesem Video nicht. Aber ich weiß, auch hier gab es ein Statement. Spätestens nach dem Battle Pass Shitstorm hat Respawn hier auch gesagt, dass Balancing Updates, Quality of Life Changes und Cheating gerade aktuell extrem im Vordergrund steht und die Transparenz geschaffen werden soll mit der Community, dass wir eher daran wissen, was im Spiel passiert. Leute, ich habe fertig. Freut euch auf den nächsten Content von mir. Es wird auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Ich verbleibe mit freundlichen Grüßen. Bleibt gesund. Wir sehen uns beim nächsten Video. Rein. Ciao.